Und dann schauen wir uns mal nach weiteren potenziellen Sternchenverteilern um. Hier vorne war ja Fletcher, aber dem haben wir eigentlich schon geholfen. Also zumindest stand Fletcher mal hier. Nee, du bist nicht Fletcher. Und wer bist du? Hi. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Oh, eine eigene Hütte? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Schick, schick. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ja, so eine einfache Rüstung würde ja schon mal reichen. Aber die ist ja auch 250 Erz und die darüber 500. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Uns nicht wirklich. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Immer wieder dieselbe Leier. Na gut, wirklich allzu viel Neues haben wir nicht gehört, aber die Hütte mit dem Vordach gehört jetzt uns. Die da wahrscheinlich. Ah, hier hatten wir doch schon mal drin geschlafen. Und hatten den Schinken geklaut. Ha, war aber so eine Art Willkommensgeschenk. Nix. Da wahrscheinlich auch nichts drin sein. Einfach nur zum Lagern. Na gut. Aber das ist jetzt unser Home Sweet Home. Mit einem zerbröckelten Fass in der Ecke und einem wanzenbedeckten Bett höchstwahrscheinlich. So, wo ist Fletcher? Da ist Fletcher. Er hat aber nichts mehr zu sagen. Na gut, ihm haben wir, wie gesagt, aber auch schon geholfen, indem wir rausgefunden haben, was mit Nick passiert ist. Auch wenn er das nicht wirklich hören wollte. Hier haben wir die Schmiede. Aber wir haben immer noch nicht genug Erz. Das ist echt übel. Und hier kommt es zurück zum Südtor. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Also Rückwärtsgang. Also ja, wir haben bisher Fingers noch auf der Liste. Da müssen wir nur trainieren. Dafür brauchen wir erstmal ein neues Level. Da müssen wir noch Torus fragen, was er zu erledigen hat. Für Whistler haben wir die Aufgabe erfüllt. Für Sketty müssen wir in der Arena kämpfen. Dafür brauchen wir unbedingt erstmal ein neues Schwert und eine neue Rüstung. Also werden wir das höchstwahrscheinlich zuletzt machen.
Und dann ist da noch Neck, für den haben wir das Amulett gegeben. Also ist seine Aufgabe auch erfüllt. Also allzu viel ist es gar nicht mehr hier. Das heißt, theoretisch könnten wir uns kurz mal ins Sumpflager oder ins neue Lager bringen lassen. Um da vielleicht ein bisschen Erz zu machen. Weil ich hier im alten Lager scheine mir das nur auszugeben für Schutzgeld und irgendwelche Aufträge, die wir erledigen müssen. Vielleicht ist es in den anderen Lagern ja anders. Und er meinte ja gerade, dass die Sumpflager recht großzügig sind. Sprechen wir erstmal kurz mit Diego. Wie viele Sterne hier wir jetzt schon haben? Solange ich damit nichts zu tun habe, das passiert nicht. In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Oh. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Oh. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Also Dexters Auftrag zu dem Trank holen scheint ja auch wichtig zu sein. Und das wäre auch im Sumpflager, wo ich ja eigentlich gerade eh hin wollte. Das klingt gut. Oh, und für Diego selbst haben wir auch noch einen Auftrag. Nämlich den Brief abzuholen von der alten Mine. Das passiert mir nicht nochmal. Mach's gut. Na gut. Wo war der Beauftragte vom Sumpflager? Der war auf dem Marktplatz, ne? Da waren wir doch gerade. Wenn in seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken, gequatscht wird viel. Das müsste eigentlich gleich... Nee, jetzt kommt erstmal die Arena und dann kommt der Marktplatz. Ja, so ganz langsam haben wir jetzt auch die Orientierung hier bekommen. Hier haben wir Fingers, genau, da unten ist Sketty. Und jetzt sind wir auf dem Weg in ein neues Lager, wo wir alles nochmal neu lernen müssen. Aber gut. Das heißt, wir müssen uns da auch erstmal bewähren, damit wir zu diesem Kalom oder wie er heißt, vorgelassen werden, um das Rezept zu klauen. Oder zu kaufen. Wir müssen es ja nicht unbedingt stehlen. Ist hier jetzt das Südtor oder ist hier jetzt der Marktplatz? Südtor. Sind wir am Marktplatz vorbeigelaufen? Nee. Ah, so viel zur Orientierung, ja? Okay, Arena, Südtor, dann Marktplatz. Oh, weia. Ich halte mich, da wäre das ganz anders. Na, und immer noch im Rauchen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Ich halte mich da. Ja, dir folgen wir doch gerne. Mit der Rüstung und der Stachelkeule kannst du alles schön aus dem Weg räumen. Also das Sumpflager war im Südosten. Das heißt, Südtor raus und links. Schauen wir mal. Und? Oh. Oder einfach nur Südtor raus. Du, da ist eine Echse. Scheint dir nicht sonderlich zu beeindrucken. Na gut. Rauf da. Okay. Ein guter Kämpfer scheint auf jeden Fall zu sein. Das heißt, sie haben nicht jemanden ins alte Lager geschickt, der einfach nur Leute rekrutieren soll. Er kann sich auch wehren, falls die ihn da rausschmeißen wollen. Und er scheint keinen Gegner auslassen zu wollen. So.
und na komm. Ha. Könnten wir sogar mal was beitragen. Kannst ruhig schon vorlaufen, wir folgen. Aber so viel stärker scheinen die Wölfe und Echsen ja auch nicht zu sein als die Scavenger. Also so schwer zu treffen. Also für uns sind sie schwer zu treffen. Und die Flügel lassen wir doch mal schön mitgehen. Die da bitte auch noch mitnehmen. Wir brauchen Erz für ein neues Schwert. Okay, die Fliegen und die Scavenger bekämpfen sich. Ist ja auch interessant. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ist ja sehr kurios, das Ganze. Naja, uns soll es recht sein. Wir müssen ja auch irgendwie später wieder zurückkommen. Weil er wird uns bestimmt nicht wieder zurückbegleiten. Er wird sagen, du kannst ruhig hier bleiben. Schließ dich uns einfach an. Mhm. Da ist noch eine Echse. Er scheint auch langsam keine Lust mehr zu haben. Boah, hier sind ja mehrere von denen. Also ja, der Rückweg wird sich als interessant erweisen. Vor allem, da hier auch der Wald ist, vor dem uns gewarnt wurde. Oder zumindest einer der Wälder. Sieht man aber gar nichts rumkreuchen. Langsam aber auch schon stärker zu. Ich meine, er war nach einem Schlag schon fast tot. Oder hatte er mitgeholfen? Wirklich sumpfig sieht das hier aber nicht aus. Obwohl da hinten. Ja, doch, da hinten wird es langsam ein bisschen morastiger. Das sind auch schon Hütten. Scheinen wir ja schon gleich da zu sein.